So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zu unserer diesjährigen Webinarreihe begrüßen. Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr mit unseren Partnern gemeinsam aus der Praxis heraus Themen für Sie aufzubereiten, die wir als elementar und wichtig erachten für Ihren Geschäftsbetrieb im Umfeld von ERP und S/4HANA. Für den heutigen Tag haben wir uns dem Thema verschrieben: S/4HANA Migration und Datenschutzgrundverordnung. Zwei Ziele, ein Weg. Best Practice aus der Beratungspraxis der COMSOL. Und ich darf ganz herzlich begrüßen den Herr Pham von der Firma COMSOL, den wir als jahrelangen Projektmanager und Senior Solution Architekt kennen, mit dem wir schon über viele, viele Jahre vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und wir möchten aus der Beratungspraxis Ihnen heute beide Themen etwas näher bringen. Unsere Agenda ist kurz gehalten. Wir werden beide unsere Unternehmen vorstellen. Wir werden auf die Gemeinsamkeiten der Projekte Datenschutzgrundverordnung, S/4HANA Migration eingehen, wo wir beide glauben, beide Partner, die COMSOL so zum einen und die PBS zum anderen, wo wir für Sie einen Mehrwert bieten können in Form von Unterstützungsleistungen. Und dann freuen Sie sich auf das Projekt, das Herr Pham bei einem unserer gemeinsamen Kunden durchgeführt hat und seine Erfahrungen Ihnen hier zusammenfasst. Und ich werde zum Schluss dann noch einmal die PBS-Funktionalitäten im Kontext zu diesem Projekt etwas näher beleuchten. Entschuldigung. Ja, wir stellen uns kurz vor. Ich fange an. PBS Software GmbH. Den meisten bekannt. Wir sind seit 30 Jahren am Markt, bewegen uns im Umfeld der SAP-Ergänzungslösung für Datenarchivierung und Datenmanagement und haben hier eine Vielzahl von Kunden gewinnen können, die unsere sogenannten Archive-Add-ons oder die Reichlingarchive, wie man früher gesagt hat, zum Einsatz, bringen, um einen verlängerten Zugriff auf archivierte Anwendungsdaten, zu realisieren. Was zeichnet uns aus? Gerade Stand heute 2021. Auch wir haben uns auf den Weg gemacht, S/4HANA als zukünftige Plattform in unser Portfolio mit zu integrieren. Und es gibt drei Kernbereiche, die wir hier abdecken wollen. Das ist einmal die Migration. Dann ist es das Thema Compliance und das Thema Analytics, wo wir glauben, dass wir hier eine Expertise haben und aufbauen können. Im Umfeld der Migration mit unseren altbekannten Add-on-Lösungen, die man sowohl im ERP auch im S/4HANA einsetzen kann, um Datenlast von einem System zu nehmen, abhängig vom Kunden dann auch. Wie schafft er den Wechsel nach S/4? Dann bieten wir entsprechende Stilllegungslösungen an für die Legacy-Daten, wenn nicht alles mitgenommen wird, oder aber auch die Umsetzung von Archivdaten, wenn der Kunde seine Org-Strukturen ändert und mit den Archivdaten dort einen Mehrwert beim Datenzugriff nutzen möchte im S/4HANA-Umfeld. S/4HANA Compliance, ganz klar. Die Prozessintegration von Archivdaten, denn Datenarchivierung ist auch ein Top-Thema unter S/4HANA. Und das Ganze dann auch im Zusammenspiel mit dem Information Lifecycle der SAP und der DSGVO. Darüber hinaus bieten wir Archivserverlesungen an für diese langfristige WebDAV-basierte Ablage, um Anwendungsobjekte auf Objektebene auch mit einem Retention-Wert versehen zu können und am Ende des Tages auch löschen zu können. Und was immer wichtiger wird, ist die Extraktfunktionalität aus den Systemen heraus im Rahmen von nationalen und internationalen Extraktionsstandards. Hier bieten wir die entsprechende Funktionalität, um diese Zugriffe, für die meisten bekannt unter dem Begriff Z3-Zugriff, Datenträgerüberlassung, adäquat aus Datenbank und Archivdaten erfüllen zu können. Ein neues Thema, das vielleicht Sie noch nicht so richtig auf dem Radar haben, aber immer wichtiger wird, ist das Thema Analytics unter S/4HANA. Denn wir haben es gibt ein neues Protokoll, OData Services, um Anwendungen aus dem Fiori oder aus den Cloud-Produkten heraus mit HANA-Daten on-premise oder Cloud auslesen zu können. Das erfordert eine neue Zugriffstechnologie. Und hier ist einfach die Herausforderung, auch die Archivdaten wieder zu integrieren. Herr Pham, bitte. Ja, auch guten Morgen meinerseits. Ich bin Anton Farm,
Seit 20 Jahren bei der Komso AG als Projektmanager sowie auch Senior Solution Architect und arbeite auch gerne seit 20 Jahren gut mit dem PPS zusammen. Mit meinem Team unterstützen wir unsere guten Stammen sowie auch neuen Kunden bei den IT-Kernprojekten. Comsol AG, ja, wir sind ein Systemhaus für den Handel. Seit 1999 gegründet und habe den Hauptsitz in Köln-Marsdorf. Trotz Corona sind wir so stolz und in letztem Jahr, ja, 2020, doch gut 20 Millionen Umsatz geschafft. Wir sind eine Mitarbeiterbeteiligungs AG, also das heißt, wir freuen uns jedes Jahr bei der Hauptversammlung im Mai und besonders bei der Ausschüttung der Dividenden. Das macht richtig Spaß. Wir haben derzeit ca. 100 qualifizierte Mitarbeiter und sind ein Goldpartner von SAP. Für die Kernthemen wie Performance-Optimierung, Datenmanagement und DSGVO seit 2018 sind wir sehr pragmatisch unterwegs. Mit unseren Best Practices schaffen wir in der Regel die Datenbank durch Archivierung und den Projektaufwand zu halbieren, also 50% reduzieren. Seit 12 Jahren bieten wir auch unsere Stammkunden nach der erfolgreichen Einführung des Projekts einen sogenannten Full Service für die Regelarchivierung. Das heißt also regelmäßig, in der Regel einmal im Jahr, die Daten zu archivieren. Bis heute haben wir mehr als 300 Kundenprojekten erfolgreicher umgesetzt. Weiter, Herrn Steffen. Ja, Kernkompetenz Comsol, also wenn ich über mein Team rede, ja, also Comsol AG, wir bieten also volle Portfolio für um SAP-Beratung, aber für meine Kernkompetenz meines Teams. Wir sind voll unterwegs, fast für alle Branchen, Handel, Industrie oder Versorgungsunternehmen. Dort haben wir den Bedarf von den Kunden. Und bei der Sub-Solution Manager, das helfen wir den Kunden von Anfang an, von der Schulung bis zum Setup, das soll man, sowie auch die Implementierung von Prozesse und Change Request Management, also fast eine Rundensache. Und unser Steckenpferd ist Datenmanagement, sprich Datenarchivierung. Und wie gesagt, seit 20 Jahren, wir sind voll unterwegs mit meinem Team, und an den Kunden dabei zu helfen, die Datenarchivierung einzuführen. Und am meisten mit dem BBS-Archiv-Add-on und teilweise auch mit dem BBS-Standard und auch mit Data-Aging-Strategie von SAP-Standard und so weiter. Und dabei bei Bedarf auch, wo weh tut, im Besonderen bei der Performance-Optimierung. Ja, und wie gesagt, überall in alle Plattformen sind die Daten immer da zu haben und die Daten dort zu archivieren. Die andere Steckenpferd ist bei der Berechtigungsmanagement, im Besonderen bei der Einführung von SAP ELM im Umfang oder im Kontext von DSGVO seit Mai 2018. Wir sind voll involviert für unsere Stammkunden. Ja, also wir machen von der Analyse bis zu der Umsetzung, inklusive auch die produktiven Umsetzung komplett. Die gesamte. Ja, meine Damen und Herren, was sind die Schlüsselprojekte, die Sie im Augenblick umtreiben? Wir haben, glaube ich, hier die Treiber für das Jahr 2021 und für die Folgejahre eigentlich, denke ich, schon gefunden. Das ist zum einen für Sie die S/4HANA-Migration, die Sie ja mit der Ankündigung der SAP bis 2025, 27 abgeschlossen haben müssen, dass Sie hier auf die neue Business-Plattform wechseln. Und zum anderen hat Ihnen, wie der Herr Famm eben schon ausgeführt hat, die gesetzliche Anforderung vor der Brust, Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Diese beide Themen haben eine Überschneidung, die das Ganze auch attraktiv macht, beide Projekte irgendwo miteinander zu verheiraten. Das ist das Datenvolumen und ganz speziell in diesem Fall das Thema Datenarchivierung. Denn beide Projekte setzen als Housekeeping-Maßnahme zum einen und auch als organisatorische Maßnahme bezüglich des Datenbestands
Blogging auf das Thema Datenarchivierung. Und wir freuen uns, jetzt hier mit dem Herrn Fahmy jemanden zu haben, der genau diese beiden Projekte gemeinsam bei unserem gemeinsamen Kunden Infrasurf umgesetzt hat und Ihnen jetzt die drei Ergebnisse dazu präsentiert. Ja, danke schön, Steffen. Also eine kleine Korrektur, das war keine zweite Projekte, sondern ein Projekt. Mhm. Sprich genau unser Titel, ein Weg für zwei Ziele. Und das ist genauso meine Empfehlung aus meiner Erfahrung. Wenn Sie also konkreter, es handelt sich um die Vorbereitung der S4-Migration, der Kunden, das in diesem Fall ist der Infraserver Höchst. Der Kundenplan, der Infraserver Höchst plant Anfang 21, also 2021, eine S4-Migration durchzuführen. Deswegen haben wir im Jahr 2020 mal für die Vorbereitung der Migrationen versuchen, die Datenbank wie möglich zu reduzieren durch die Datenarchivierung. Das ist ein Ziel. Zweite Ziele ist auch, diese konform für EU-DSGVO zu schaffen, mit Hilfe von SAP-ILM. Deswegen von Anfang an, das haben wir mal so empfohlen, die beiden Ziele in einem Projekt mal umzusetzen, um diese beiden Ziele auf einmal zu erreichen. Und hätte ich gerne jetzt Ihnen in den nächsten Folien die Highlights des Projekts da berichten, was habe ich dort gut, sowie auch unschön erlebt habe, mehr oder weniger für Sie als Erfahrungen zu sammeln. Ausgangslage. Was ist der Ausgangszustand? Bei Infraserv Höchst, das ist eine Datenbank, SAP-Datenbank, laufen seit Jahren archiviert. Das heißt, es ist eine laufende archivierte Datenbank. Mit komplett, also von IDOC, die Basisobjekten bis zu Anwendungsobjekt, FI, CO und so weiter. 1,1 Terabyte unter MaxDB. Und wächst 13% pro Jahr. Und sehen Sie diese beiden Charts hier, ja, also das ist nicht so ganz schnell, aber immerhin 13%. Und von der Antwortzeit ist es langsam auf schlechtem Niveau, also über 500 Millisekunden pro Dialog-Steps. Das ist der Stand vor den Projekten. Und dann bei Next Folie, sehen Sie dann die Ziele des Projekts. Ja, wir wollen, wie gesagt vorhin, Anfang 2021 die Migration durchzuführen. Drum sollte die Datenbank umgesetzt werden und hat die Geschäftsleitung ein Ziel gesetzt. Das Projektteam sollte am Ende des Projekts die Datenbank um 50% reduziert werden. Ja, da sehen Sie diese Chance hier. Also wenn man nicht tun, und dann wächst die Datenbank richtig linear nach oben, sogar ein bisschen exponentiell. Und dann durch die Archivierung wird die Datenbank da unten bleiben und zickzack, jedes Jahr wird einmal archiviert und bleibt klein. Zweites Ziel in der nächsten Folie, das ist die Einführung von SAP-IRM mit dem Thema DSGVO. Und diese ist es ein klares Ziel und es ist auch eine Herausforderung. Wie kann man das pragmatisch, das Thema Datenschutz auf personenbezogenen Datenschutz einzusetzen? Und das wissen Sie ja, personenbezogene Daten zerstreut überall System. Und es ist verdammt schwierig, mal vollständig mal das zu machen oder mal zu bewerkstelligen. Also prüfen, finden, sperren und löschen. Wir haben ein Projekt so gemacht, in dem Sinn, wo wir ein Ziel gesetzt mit den drei Teilzielen. Erstens, wir wollen nach dem Projekt ein gesamtes SAP-IRM technisch vollständig umgesetzt haben, sprich im Produktsystem komplett eingeführt haben, mit Regelwerken und so weiter. Zweitens, sollte ein vollständiges fachliches Konzept erstellt werden. Und dritter, eine technischen Dokumentation zu erstellen. Wird genau dort dokumentiert, was ist eingestellt worden, welche Regelwerk, mit welchen Fristen und Bedingungen sind eingestellt und wie man das vorgeht. Komplett wird diese Sache implementiert und dokumentiert und damit wollen wir erreichen, wenn wir das Projekt abgeschlossen haben, wenn die Behörde vor der Tür stehen,
dann können wir kurz mal gut zeigen, hier ist eine Dokumentation, hier ist diese technische Implementierung komplett im Produktsystem erledigt. Bedeutet, jederzeit sind wir in der Lage, auf der Anforderungen bestimmten Daten zu sperren und zu vernichten. So, bitte, Herrn Steffen. So, wie ist der Projektablauf? Das ist ein Standardablauf, wie Sie hier sehen, am Anfang, also auch meiner Empfehlung nach. Es ist egal, ob es ein WSGVO-Projekt oder ein Archivierungsprojekt. In der Regel wollen wir mal wissen, bevor wir mal loslegen, wie ist der Ist-Zustand. Deswegen, wir haben da das komplette gesamte System im Detail analysiert. Und dann sehen Sie hier, im Rahmen von Datenarchivierung und DSGVO haben wir 3 Detailanalysen durchgeführt. Eine Datenbankanalyse, eine Quick-Check wie DSGVO. Im Detail werde ich in der nächsten Folie Ihnen dann berichten. Und dann eine ausführliche Analyse für die Berechtigung durchgeführt. Und dann wissen wir, wo die Musik läuft, wie ist der Stand und dann entsprechend daraus einen Projektplan, einen Aktivitätenplan und auch ein Projektteam erstellen. Und damit können wir in den 2. Schritten eine Testumgebung aufzubauen. Das heißt, in einem kopierten System aus dem Produktsystem haben wir komplett die gesamte Datenarchivierung mit BBS dort aufgebaut, mit Regelwerken, also in der Reihenfolge erstmal die Regelwerke erstellen, dann die Archivierung mit Regelwerk durchführen, mit entsprechenden eingestellten Fristen für die Aufbewahrungsdauer, also komplett wie es sein sollte. Und anschließend können die Key-Users von dem Fachbereich in der Ruhe richtig 2 Dinge mal prüfen. Erstens, die Richtigkeit und die Vollständigkeit bei der Archivierung oder nach der Archivierung mit BBS-Archiv-Add-on. Ob alle die archivierte Belege vollständig richtig, wie es sein sollte, wie online anzeigen können mit BBS-Transaktionen. Und zweitens, die Wirkung vom Sperren durch die IAM-Regelwerke, ob die richtig auch vollständig gesperrt ist durch die Berechtigungen und wo die Daten gesperrt worden sind, dass diese Prozesse unbeeinflusst richtig weiterhin funktionieren. So, wenn alle durchgetestet worden sind und abgenommen worden sind, dann kriegen wir die Zustimmung von den Fachbereichen und damit haben wir komplett die gesamte Einstellungen ins Produktsystem transportieren und danach haben wir eine sogenannte Ready für SAP-IAM, DSGVO und für die Datenarchivierung haben wir auch im Produktsystem analog wie in der Testumgebung durchgeführt einer sogenannten die erstmaligen Archivierung mit dem BBS-Archiv-Add-on und dann, um die Datenbank dort viel wie möglich zu reduzieren und für die Vorbereitung der SV-Migration. Ist-Analyse. Mit Datenbank-Analyse, also ganz grob hier, wir haben komplett die gesamte Datenbank, sprich alle die Tabellen, die große 100 MB, runtergeladen und dann klassifiziert, zugeordnet auf relevanten Archivierungsobjekt sowie auch die Datenvermeidungsobjekt. Das ist auch meine dringende Empfehlung, weil das wissen Sie. Archivierung, ja, nur die Sie archivierbar sind. Ja, dafür gibt es ein Archivierungsobjekt von SAP. Aber meiner Erfahrung nach, bei jedem System, es gibt einen Latten Objekten, die Sie mal nicht archivieren können, weil es gibt dafür kein Archivierungsobjekt. Aber es gibt zahlreiche gute Möglichkeiten, die Daten zu löschen. Die sind in der Regel nicht steuerrelevant. Und dann werden dabei auch mitgeprüft und die Maßnahmen festgelegt und auch die Löschkriterien definiert und auch mitgelöscht. So, und da hier haben wir alles analysiert. Wo sind die Chancen, um die Datenbank zu reduzieren im Sinn von Datenvermeidung? Und auch im Sinne der Datenarchivierung. Und daraus dann wissen wir, wie der Stand war und haben wir daraus einen Projektplan erstellt und ein Projektteam auch festgelegt haben, sowie auch exakt den Aufwand zu schätzen. Also internen Aufwand sowie auch der externe Aufwand und auch eine Schätzung, wie viel wollen wir dann reduzieren, wenn wir diese Maßnahmen durchgeführt haben.
So, dann nächste Analyse, ist die DSGVO, ja, bei der nächsten Folie. Das ist, bevor wir die SAP-EM einführen, das haben wir auch ein Scanning durchgeführt. Das heißt, wir haben alle diese Objekte im SAP-System, ob es eine SAP-Tabelle sind oder eigene Tabellen, inklusive auch die Add-ons-Tabellen. Das haben wir alles gescannt und geprüft nach einem bestimmten DIN-PRO. Das haben wir an der Latten von DIN-PRO, die eventuell mit Personendaten zu tun haben. Und das haben wir alles eingeschränkt, aufgelistet, zugeordnet auf die relevanten Archivierungsobjekten sowie auch die IAM-Objekten. Und dann daraus haben wir die Arbeitspaketten definiert. So, der nächste, sogar die letzte Analyse, das ist die Berechtigungsanalyse. Weil, das wissen Sie, beim Sperren in SAP-EAM für DSGVO oder personenbezogene zu sperren, über SAP-EAM bedeutet das nicht was anderes über die Berechtigung, also SAP-Berechtigung. Deswegen, also im Rahmen dieses Projekts, ist es dringend zu empfehlen, die gesamte Berechtigung zu analysieren. Und hier, das haben wir auch geprüft, also soll ich es vergleichen, was haben wir in der Berechtigung, welche Transaktionen haben wir vergeben, was sind davon verwendet und benutzt worden, was sind nicht genutzt. Und daraus wissen wir ganz genau, welche Rolle, welche Transaktionen, die unnutzt sind, haben wir da einfach gelöscht. Und da haben wir auch geprüft, die kritischen Berechtigungen, das haben wir auch eingeschränkt. Und insbesondere die sechs Berechtigungsobjekte, die relevanten für DSGVO beziehungsweise zum Sperren mit SAP-EAM, das haben wir in bestimmte Rolle angepasst, damit das Sperren später auch funktionieren. So, bei der nächsten Folie. Projektplan. Zwei Ziele mit einem Projekt. Da sehen Sie in der Mitte, das sind die DSGVO-Umsetzung. Und da unten die SAP-Datenarchivierung. Barel haben wir mal durchgeführt, also in der Reihenfolge, also ganz grob gesagt, erstmal die Setup, Implementierung von SAP-EAM, das Regelwerk definieren und dann die EAM-Objekten konfigurieren und dadurch die SARA-Objekten und damit können wir auch die Datenarchivierung mit SAP-EAM Regelwerk durchführen. Und anschließend haben wir dann die BBS-Index aufgebaut in der Testumgebung, damit die Kollegen im Fachbereich testen können. Und da sehen Sie hier, insgesamt haben wir das Projekt für alle beide Ziele in 5 Monaten. Das haben wir geschafft. Parallel. Und dann sehen Sie die wichtigste Phase, die Sie grün markiert, das ist der Abnahmetest. Aber dann im BPS, ja, also wenn wir BBS im Einsatz haben, also ist es sehr einfach zum Testen, weil die Daten aus Archiv ist online, wie noch nicht archiviert worden sind. Deswegen ist sehr einfach, dass wir von dem Fachbereich eine Akzeptanz sowie auch die Freigabe für die Produktivarchivierung zu bekommen. Also da haben wir mal richtig termingerecht das Projekt mal hinbekommen bis Ende Januar 20. Projektvorgehen, das ist auch meine Lieblingsfolie, ja, das ist auch meine Empfehlung. Sehen Sie hier, das ist der Sondercharakter bei der SAP-EAM. Hier nur ganz grob zu sagen, zwei Botschaften. Projektteam. Projektteam würde ich mal empfehlen, das ist auch meine Erfahrung. Brauchen wir, das haben wir eine Datenschutzbeauftragte gebraucht, ja, also da seine Unterstützung, seine Beratung. Er kennt gesetzliche Dinge und der kann auch mit dem Fachbereich abstimmen, um dann die Anforderungen zu erstellen. Anhand von seinen Anforderungen können wir mit Hilfe von Prozessverantwortlichen, Modulbetreuern und einem technischen Team, also SAP-EAM Manager, System, Archivmanager und so weiter, also nenne ich einmal technischen Team, und dann gemeinsam über regelmäßigen Jobfix oder Workshop, also jede 2 Wochen in der Regel, und dann haben wir nur eine Aufgabe, eine Kernaufgabe, ein technisches Mapping zu erstellen. Da sehen Sie da oben ein fachliches Konzept erstellt von Prozessverantwortlichen, abgestimmt mit Datenschutzbeauftragten und Fachbereichen. Und dort ist es nur die fachlichen Begriffe erwähnt. Und dann brauchen wir richtig einen Schlüssel oder eine zusätzliche Informationen, die technischen Informationen, damit wir implementieren können. Und daher brauchen wir einen sogenannten technischen Mapping. Bedeutet, es ist quasi
einfach Excel-Tabellen. Und da werden die Datenarten, Bedingungen und Fristen aus dem fachlichen Konzept rausgezogen, ergänzt mit konkreten, relevanten Archivierungsobjekten, EM-Objekten, Berechtigungsobjekten und so weiter. Und dieses technische Mapping, das ist genau 1:1 die Vorgabe für das technische Konzept. Und später das technische Team anhand von diesem technischen Mapping diese Implementierung für SAP-EM quasi fast wie 1:1 umzusetzen, weil sind alle die Vorgabe da zu finden. Beim nächsten Folie, Herr Steffen. Besonders hier würde ich auch berichten, die Herausforderung des Projektarchivierung bei jedem Archivierungsprojekt ist immer die Abnahmetestphase. Ja? Also ohne Freigabe von dem Fachbereich können wir nicht archivieren im Produktsystem. Deswegen, das haben wir sehr viel Wert darauf gelegt in dieser Phase. Das haben, sehen Sie hier da oben. Das ist eine Checkliste von uns, also vom Comsol vorgegeben, als Vorschlag, die Testtransaktionen mit PPS. Das ist die Erfahrungen Best Practitioner seit 20 Jahren. Und das haben wir hier mal gesammelt als Vorschlag an diese Key Users. Und die nehmen diese Liste und führen von oben bis unten und dann von links nach rechts. Und wenn diese Liste durchgearbeitet sind und alle der Status okay oder erledigt, dann bedeutet genauso die Zustimmung von einem Key Users oder von einem Fachbereich. Und bei Problemfragen, es gibt da unten eine detaillierte Problembeschreibung. Damit können die Kollegen dort beschreiben, melden an ein technisches Team, dann können wir mal dann klären, beheben und so weiter. Und ganz am Ende des Projekts, alle diese Checklisten mit dem Status, wer wann was getestet hat, mit dieser detaillierten Problembeschreibung bei Bedarf, haben wir mal abgelegt für die Revision, falls gefragt wird. Bei der nächsten Folie, dann sehen Sie das Projektergebnis, nachdem wir das Projekt mal umgesetzt haben in der Testumgebung sowie auch im Produktsystem. Und dann sehen Sie diese Ergebnisse hier. Erstes Ziel wollten wir, das ist auch die Erwartung von der Geschäftsleitung, mindestens 50% die Reduktion der Datenbank. Das haben wir übergriffen. Richtig gut geschafft. Dann sehen Sie hier, das haben wir richtig nach der ersten Archivierung im Produktsystem haben wir geschafft, auf 55% die Datenbank zu reduzieren. Da unten sehen Sie, also nach der Archivierung, also von 1,2 Terabyte, haben wir reduziert auf 610 Gigabyte und dann wurde diese MaxDB migriert auf eine HANA-Datenbank und dort wird nochmal unter HANA komprimiert auf 320 Gig und mit dieser 320 Gig HANA-Datenbank hat der Kunde InfraServe auch erst vor Migration durchgeführt. Und dann sehen Sie sehr positiv, also nicht ganz 4 Stunden, wurde die Datenbank auf S4HANA migriert. Bedeutet 4 Stunden offline. Und das ist absolut gut, meiner Meinung nach. Beim zweiten Folie, von zweiten Ergebnissen, das ist die DSGVO. Das wollen wir auch, ein Konform für DSGVO zu schaffen. Und also nach dem Projekt können wir mal so sagen, wir sind jetzt bereit. SAP-IAM ist im Produktsystem komplett aktiviert. Die IAM-Regelwerk ist implementiert. Also da haben wir insgesamt 7 maßgeblichen Regelwerk zum Sperren und Vernichten von Debitoren, Kreditoren und Geschäftspartnern inklusive der CBD-Kunden implementiert. Und jederzeit bei Bedarf können wir oder der Kunden im Server mal diese Anforderungen mit SAP-IAM erledigen. Und daraus ergibt, wie gesagt, auch ein fachliches Konzept und eine vollständige technische Dokumentation. Nächste Folie. Ja, also Projekterfahrung. Es gibt immer Plus und Minus, also gute Erfahrung, sowie auch mal die Chancen nochmal beim nächsten Mal zu verbessern. Also hier für Ihre Unterlagen, aber hier kann ich schon sagen, die Analyse, das ist sehr wichtig für diese Projekte. Also ohne Analyse können wir leider nicht planen oder konkret planen. Durch die Analyse wissen wir, wie der Stand ist, dann können wir genauso konkret planen, von einem Aufwand, Projektplan,
Projektteam sowie auf die Arbeitspaketten. Und dann können wir auch genauso das Ergebnis verfolgen. Das ist der Stand vorher und Stand nachher, dann können wir vergleichen. Auch die Erfahrung dabei ist die laufende Traffic oder Workshop, in der Regel 2 Wochen, um eine technische Mapping zu erstellen. Das ist sehr gut zu empfehlen. Und damit, also der Erfolg, das habe ich gesagt, also 55%, damit haben wir erreicht oder reduziert. Und BBS-Support, das ist auch sehr gut, muss ich mal dafür erwähnen, das ist nicht von mir, das ist auch von guten selbst, Infaserver. Also Hut ab und auch einen großen Dank an die BBS-Support, kriegen wir immer zeitnah einen Support und Unterstützung von BBS-Kollegen in Hotline. Was kann besser werden? Das haben wir ein bisschen unterschätzt, von internen Aufwand. Ja, also da, das ist auch mein Fehler. Ich habe am Anfang also ein bisschen unterschätzt diese Komplexitäten der internen Prozesse. Und inmittendrin, und das haben wir gemerkt, es gibt doch ein bisschen kompliziert in den internen Prozess, insbesondere bei der RAFX. Diese RAFX, das sind die Immobilienmanagement bei Infraserver im Einsatz, und da macht richtig mehr Komplexitäten bei der SAP-IAM beim Sperren. Und daher haben wir dort in der Ecke, in diesem Bereich, ein bisschen mehr Aufwand. Und bei Infraserver haben wir richtig zahlreiche Z-Programme, und einen großen Anteil davon ist auch mal archivrelevant. Ne? Da müssen wir auch mit BBS Konvertierungsprogramm oder Funktionen versuchen, dort diese Programme weit und gut wie möglich zu konvertieren. Und da ein bisschen, das haben wir am Anfang ein bisschen unterschätzt. Und zuletzt der BW-Team. Und das ist auch meine Empfehlung. Also wenn Sie bei Ihnen die Archivierung im Projekt einführen, früh wie möglich die Kollegen aus dem BW-Team ins Boot zu holen. Weil das wissen Sie ja, also wenn die Daten schon archiviert worden sind, dann können Sie in der Regel nicht mehr extrahieren und dann in die BW Data Source fortzuschreiben. Solange die Daten archiviert worden ist, dann ist es fast wie nicht mehr möglich mit dieser Sub-Business Extractor. Und dann mit Hilfe von BBS Extractor sind Sie dann in der Lage, aus dem Archiv Daten zu extrahieren und BW fortzuschreiben. Aber das sollen Sie auf jeden Fall von Anfang an mit den BW-Kollegen mal einplanen oder abstimmen, welche Data Sourcen relevant sind, von Anfang des Projekts aufnehmen und in der Aufbau der Testumgebung mit aufbauen, damit die BW-Kollegen mit testen können, also frühzeitig, und danach bei der produktiven Umsetzung auch diese Datasourcen mit einzuführen. Also das ist meine Erfahrung von den Projekten zu berichten. Ja. Ja. Dann darf ich mich ganz herzlich bei dem Herrn Pham bedanken. Ich hoffe, das hat Ihnen auch Ihren Horizont erweitert, und es ist bei beiden Projekten, glaube ich, unerlässlich, dass man hier einen erfahrenen Beratungspartner mit ins Boot holt, der das Coaching übernimmt, der Projekte schon hinter sich gebracht hat. Wir als PBS können das unterstützen mit den eben erwähnten PBS Archive Add-ons auf der einen Seite, um diesen verlängerten Zugriff auf archivierte Anwendungsdaten zu realisieren, oder auf der anderen Seite auch, Sie brauchen ein Fixed-Content-Storage-Lösung, die diese WebDAV-Anforderung für das Sperren und Löschen realisiert. Und da haben wir mit dem Content-Link auch ein entsprechendes Produkt im Boot. Die Analyse selbst, da haben andere Mütter auch schöne Töchter. Die COMSOL hat ihr eigenes Tool, PBS bietet einen entsprechenden Analyzer, aber da stimmen Sie das bitte mit dem Berater ab für die erste Analyse, wo Sie denn personenbezogene Daten haben. Nochmal für die PBS nicht so kennen, was zeichnet diese Archive-Add-ons aus? Erstmal liefern Sie einen vollumfänglichen Zugriff auf archivierte Anwendungsdaten im SAP-System über die gewohnten Transaktionen. Der eine oder andere wird sagen, man kann auch doch im Standardarchivdaten mit einbinden. Ja, das ist möglich. Das muss man sich allerdings ein bisschen erkaufen, indem man diesen Index, den man für den Archivzugriff benötigt, in die Primärdatenbank legt. Und zum anderen unterstützt SAP
nur Kerntransaktionen in einzelnen Applikationen. Und da muss man auch immer genau hinschauen, ob die Leistungsfähigkeit für die Archivdaten genauso adäquat ist wie für Datenbankdaten. Aber das muss jeder Kunde selbst entscheiden. Der eine oder andere entscheidet sich dann für PBS, weil wir hier immer garantieren, dass wir hier einen vollumfänglichen Datenzugriff auf diese Anwendungsdaten haben. Und im Hinblick auf S/4HANA ist das einfach auch wichtig, weil wir für den Archivdatenzugriff keinen Footprint in der Primärdatenbank haben. Die Archivdatenindizierung erfolgt vollständig außerhalb der Datenbank im Filesystem oder bei High-End-Kunden dann auch über eine Sidecar-analytische Datenbank. Hinsichtlich der DSGVO ist es so, das, was dort an SAP-Standardfunktionalität geboten wird, um Stammdaten zu sperren, Bewegungsdaten zu sperren oder auch das Löschen von Archivdaten, das sind, sage ich mal, Grundfunktionen des SAP-ILM. Da müssen wir als PBS, da wir on top in das SAP-System eingebunden sind, darauf reagieren. Und Sie können sicher sein, dass wir das auch analog tun. Also wenn Sie eine sogenannte PBS-Transaktion verwenden und der Stammsatz gesperrt ist, wird genauso verhindert, dass die dazugehörigen Daten angezeigt werden, als auch wenn Sie Bewegungsdaten haben, wo Sie als Endbenutzer nicht mehr berechtigt sind, die Inhalte zu sehen, auch hier beim Zugriff über die PBS-Funktionalität, in der Regel sind das dann Reports, diese Daten dann auch nicht mehr sehen können. Und am Ende des Lebenszyklus wird ILM Destruction führt dazu, dass Sie dann auch Daten tatsächlich vernichten. Sie vernichten die originären Daten und wir sorgen dann dafür in den Add-ons, dass synchron auch der PBS-Index nicht mehr angezeigt wird. Und dann in einer Housekeeping-Maßnahme asynchron können Sie dann im einen oder anderen PBS-Archive-Add-on diese Indizes auch bereinigen oder löschen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Thema Migration S4. Das haben Sie ja vor der Brust und da ist natürlich diese Aufgabe, so wie es der Herr Farm beschrieben hat, hier Ihre ERP-Datenbank zu entrümpeln, schlank zu machen, Downtime zu reduzieren. Als Message für Sie, Maßgabe oder Werkzeug dafür ist die SAP-Datenarchivierung. Und es ist auch sichergestellt, wenn für Sie die S4-Migration ein rein technischer Upgrade ist auf die neue Business Suite, dass die SAP Ihnen hier an dieser Stelle garantiert, dass Sie die archivierten Anwendungsdaten auch uneingeschränkt lesen können. Und das gilt natürlich auch für die PBS Archive Add-ons. Wenn Sie sich schon im ERP eingesetzt haben, haben einen Index aufgebaut für den Archivdatenzugriff, dann können Sie das 1:1 benutzen. Das ist also völlig migrationsfrei, kann also eine direkte Verwendung im S/4HANA erfolgen. Ein bisschen mehr muss man natürlich tun, wenn man, sage ich mal, seine Organisationsmodell ändert, also Org-Einheiten zusammenfasst oder splittet oder wie auch immer. Da muss man dann auf die Archivdaten genauso eine Umsetzung anwenden, wie man es auf seine Datenbankdaten getan hat. Ja, wenn man dann im S4 angekommen ist, das alles neu, Fragezeichen. Ja, viele Sachen sind neu. Sie haben ein neues User-Interface, Sie haben schnelle Antwortzeiten in der HANA auf allen Ebenen. Was bleibt, ist so ein bisschen das Thema Datenarchivierung, das sich in der S/4HANA-Suite nicht wirklich ändert. Sie ist weiterhin da und sie ist auch elementar. Nicht nur, weil Sie die DSGVO erfüllen müssen, sondern es ist das einzig sinnvolle Werkzeug, um eine S4-Applikation auch beherrschbar zu halten, dass Sie hier über eine regelmäßige Datenarchivierung eine gesunde Datenbank vorhalten können. Ja, und es ist nun mal auch so, die Archivierung ist die einzige Möglichkeit, um einen ultimativen Schutz gegen Datenmanipulation zu bieten. Für den Datenzugriff selbst, jetzt wieder mit der PBS-Brille auf, haben Sie natürlich ein neues User-Interface, das Sie über das Launchpad dann mit sogenannten Kacheln dann mit Ihren Lieblingstransaktionen bestücken können. Und von diesen Kacheln aus können Sie dann in die Transaktion verzweigen und in die entsprechenden Ergebnislisten. Das ist für die klassischen Transaktionen, die Sie aus dem ERP gewohnt sind, überhaupt nicht das Thema. Was für alle dann etwas neu sein wird, ist der Zugriff über die sogenannten Fiori-Apps, das sind diese analytischen Datenzugriffe, eigenständige Zugriffe, die auch ein eigenes Zugriffsmodell haben. Hier
entsteht eine besondere Herausforderung, die Archivdaten zu integrieren. Wir als PBS haben darauf eine Antwort gefunden. Im Standard ist das erstmal nicht möglich, hier Archivdaten in die Apps mit einzubinden. Wir haben aber hier einen Weg gefunden, über eine sogenannte Sidecar-Lösung, PBS NAI, das Ganze wieder zu aktivieren. Und klar, auch im S4 gilt das, was Sie als Regelwerk ausgeprägt haben, auch weiterhin. Wenn Sie es im ERP gemacht haben, nutzen Sie das 1:1 weiter. Bei den Datenzugriffen über die Belege zieht das Regelwerk. Der Beleg wird angeboten für die Anzeige oder er wird nicht angeboten für die Anzeige. Sie haben ILM Retention und Destruction, um am Ende des Lebenszyklus dann auch die Informationen auch dann final zu zerstören. Ja, bleibt mir noch zu sagen, dass die Add-ons an sich auch zertifiziert sind für die entsprechenden Release-Stände und die entsprechenden Interfaces wie Archive Link und WebDAV. Auch für das S4 HANA sind wir hier zertifiziert. Für die Add-ons ist das natürlich selbstredend. Und da sind wir auch dann schon am Ende unserer gemeinsamen Veranstaltung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Datenarchivierung als Kernlösung für beide Anforderungen, S4-Migration und DSGVO, kann man gut zusammenfassen, weil sie am Ende des Tages das gleiche Ziel verfolgen. Reduktion zum einen, Beschränkung des Datenzugriffs zum anderen. Und wir können Ihnen einfach nur empfehlen, nehmen Sie sich einen erfahrenen Archivierungsberater und DSGVO-Berater, wie die COMSOL nun mal ist, mit ins Haus, ins Boot, um dieses Projekt zu stemmen. Und auch was sich zeigt, ist halt, dass mit SAP ILM einfach auch ein neuer Treiber da ist, um Archivserverlösungen zu integrieren, die auch WebDAV können. Das ist auch ein Thema, das werden Sie sich, dem müssen Sie sich annehmen. Und natürlich, dass wir Ihnen eine Last nehmen durch diese zusätzlichen Archivierungsschritte und den vielleicht für die Fachabteilung mit Angst behafteten Umstand, dass die Datenarchivierung Informationen wegnimmt, können wir ein bisschen mit den Add-ons entgegenwirken, auch unter S4 HANA, dass wir in diese Geschäftsprozesse diesen nahtlosen Zugriff auf Archiv- und Anwendungsdaten Ihnen mit den Add-ons gewährleisten. Das war's von unserer Seite. Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir haben die Kontaktadressen hier nochmal aufgeführt. Einmal die Kontaktadresse der COMSOL, einmal der PBS. Nochmal herzlichen Dank an den Herrn Pham, dass er hier mit seiner Expertise diesen Vortrag gestalten hat. Mir bleibt zum Schluss noch der Hinweis, dass wir am 27.05. mit unserer Webinarreihe weitermachen. Dort beschäftigen wir uns mit diesen modernen Ablagesystemen mit unserem Partner Nexquent und zeigen Ihnen auch, was man im Rahmen von einer Migration hier beachten muss. Das war's von unserer Seite. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.